Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, selbstverständlich ist es eine Frechheit, dass der türkische Präsident Erdogan uns als Abgeordnete des Bundestages nicht zu unseren Soldaten in die Türkei lässt, die ja übrigens auch auf seinen Wunsch dort waren. Das kann man nicht hinnehmen. Aber ich habe noch eine weitere Frage. Also unsere Soldaten stehen doch bewaffnet in Incirlik, um den Luftraum Syriens zu erspähen. Und diese Daten gehen ja dann an Hauptquartier der Mitglieder der Allianz. Und Mitglieder der Allianz sind zum Beispiel die USA, aber auch die Türkei. Das heißt, sowohl die USA als auch die Türkei bekommen Zugriff auf die Daten. Die USA nutzen die Daten, um den Islamischen Staat zu bekämpfen und um Flugzeuge von Assad zu zerstören. Aber auch die Türkei könnte die Daten nutzen, zum Beispiel in ihrem Kampf gegen Kurden und Kurden in Syrien. Wenn also die Bundeswehr, wenn Deutschland Daten an das Hauptquartier liefert und die Türkei Zugriff hat, könnte doch wenigstens der Eindruck entstehen, ob man will oder nicht, dass wir auch an der Seite der Türkei stehen, damit gegen die Kurdinnen und Kurden und damit indirekt den Islamischen Staat helfen. Denn die Türkei hat die Kurdinnen und Kurden in Syrien bombardiert. Die führen aber den Bodenkampf gegen den Islamischen Staat und werden dadurch geschwächt. Ich möchte nicht, dass die Bundeswehr in einer solchen Rolle existiert. Auf der anderen Seite fährt aber die Bundesregierung in den Nordirak, bildet dort Kurden und Kurden im Kampf gegen den Islamischen Staat aus und bewaffnet sie. Ja, was denn? Steht nur Deutschland an der Seite der Kurden und Kurden im Kampf gegen den Islamischen Staat oder an der Seite der Türkei im Kampf gegen die Kurden und Kurden und stärkt damit den Islamischen Staat? Merken Sie nicht, dass diese zwiespältige Rolle endlich aufhören muss, oder nehmen Sie einfach beides hin? Darf man nicht ein Mindestmaß an Glaubwürdigkeit verlangen? Meine Haltung ist übrigens eine ganz andere. Ich meine, dass wir im Nahen Osten und der gesamten Region militärisch gar nichts zu suchen haben. Und deshalb ist auch die Forderung der Grünen und der Linken berechtigt, die Soldaten und ihre Waffen nach Hause zu holen und sie nicht zu verlagern nach Jordanien, damit sie dort ihre zwiespältige Rolle fortsetzen. Ich glaube, dass im Nahen Osten und darüber hinaus wir langsam unsere Rolle wechseln müssen. Wir müssen zu einem Vermittler werden zwischen Israel und Palästina, im Syrienkrieg, im Krieg Saudi-Arabiens gegen den Jemen, auch was den Konflikt Russland-Ukraine und anderes betrifft. Ich glaube, das ist unsere Rolle nach dem Zweiten Weltkrieg und nach 1945. Sie wollen aber keine Vermittlerrolle. Sie machen aus Deutschland eine Kriegspartei. Und das ist der falsche Weg. Ja, und Sie haben Deutschland auch noch zum drittgrößten Waffenexporteur gemacht. Das ist nun wirklich nicht die Aufgabe unseres Landes. Es wird Zeit, dass der ganze Bundestag begreift, übrigens auch wegen Trump, dass wir eine andere Rolle spielen müssen. Ich meine, ich will mal ein Beispiel nennen. Also der Trump fordert einfach mal so, dass wir 2% unseres Bruttoinlandsprodukts ausgeben für Rüstung und Armee. Wir geben jetzt schon 38 Milliarden Euro pro Jahr aus. Der will, dass wir noch mal 30 Milliarden obendrauf klatschen und Frau Merkel und Frau von der Leyen sagen sofort, ja-artig, sie werden das machen. Wissen Sie, bevor ich mir zu Hause eine zweite Waschmaschine kaufe, überlege ich, ob ich sie brauche. Und wenn ich sie nicht brauche, kaufe ich sie nicht. Wozu brauchen wir denn mehr Rüstungsgüter und Soldaten für 30 Milliarden Euro? Fragt sich das keiner in der Regierung? Und eine Antwort gibt es auch nicht. Also ich bitte Sie wirklich, ja, hören Sie auf, dem Trump so dackelig hinterherzulaufen. Lernen Sie, ihm gegenüber auch mal Nein zu sagen. Wir brauchen nicht mehr Rüstung und wir brauchen nicht mehr Armee. Also zurück mit der Bundeswehr aus der Türkei und nach Hause, nicht nach Jordanien, und mehr Mut gegenüber Trump unter Einschluss des Wortes Nein. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Gysi. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Henning Otto.